Blub blub zusammen, willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin 2. Wir sind auf der Rachefürstin, so hieß sie, ne? Grippefürstin, ja, würde ich zuerst sagen, aber das war irgendwie nicht klang richtig. Wir haben verkauft, gekauft, uns ein klein bisschen upgegradet. Das ist wirklich nicht wild, leider. Aber ich habe jetzt 16 Intelligenz, 250% extra Schaden. Da bin ich sehr glücklich drüber, das ist cool. Leider habe ich ein bisschen Crit verloren, aber naja, ist ja wurscht. Ja, wir sind hier und wollen jetzt noch schnell mit dem Roten Prinzen reden. Und wahrscheinlich auch Ifan und so, oder wie die alle heißen, Fane und wie auch immer. Weil die haben wir ja weggeklatscht. Mal gucken, was sie denn jetzt sagen, ob sie uns immer noch beschuldigen, dass wir Assis sind. Das wäre sehr gemein. Ja. Ich finde es sehr interessant, dass man sieht, wie hier die Hitbox ist. Wenn du einfach über den Roten Prinzen hoverst, dass seine Mähne da oben einfach nur ein Block ist. Ein Block mit durchsichtiger Textur. Das ist sehr lustig. I will not Hallo. Fade. The sun shall find me. Außer wir essen dich. Und Lose, you know, ich musste schon sagen, die hat einen Dämon in sich, der ist sehr hungrig. She will set her loved one free. Ach so, weil die Sonne dich liebt. Wir können die nicht essen? Doch, wir können die sicher essen, oder? Nee, wir haben ja die Fähigkeit, theoretisch. Idem. Aber ich würde trotzdem... Aber speichere, aber ich... Nein, ich mag kein Exil. Okay, ich ess Ifan. Nein, lass ihn in Ruhe. Stay away from him. Ifan's spirit stares at you, seemingly through you. There is neither affection nor blame in his expression. Ich wedel vor seinen Augen. He gives no sign of seeing you. Ifan's eyes flicker rapidly from side to side, as if trying to take in an expansive sight. He whispers, Glekuduma, Glekuduma, over and over, and suddenly you seem to hear the chattering of thousands of elven voices in the distance. Mm-hmm. Then, before your eyes, his spirit dissolves into the sound, his own voice joining the cacophony that you can hear, that you could hear, for now, no sound remains. All is calm. Well, he's gone. Oh mein Gott. I didn't do it. War nicht meine Schuld, er ist zu den Elfen gegangen, weil reasons. Er ist im Tode ein Elf geworden. Hm. Sehr schön. Er ist bei Elfen aufgewachsen. Ah, wo ist Fane? Wahrscheinlich unten, er hat ja sein Zimmer irgendwo. Unten. Ich guck mal schnell. Er ist bei Elfen aufgewachsen, das wusste ich gar nicht mehr. Fane. Seine Story war ja, dass die Zwergen, die Königin hat ja veranlasst, dass ich glaube, dort, wo er aufgewachsen ist, bei den Elfen, da wurde ja der Todesnebel freigelassen. Und das hat mich dann gedacht. Ich dachte, er hat das zu verantworten. Stimmt, das kann auch sein. Aber es war auf jeden Fall seine. Ja, ich glaube, es klang auch eher so, als hätten sie ihn zu sich geholt, um ihn zu zerreißen, aber ist okay. Er ist sicher bei den Elfen, er ist auf der Farm. Ist cool. Oh. Er ist zur Farm gegangen. Oder wie war das in Hearts of Iron Old World Blues? He bought a farm. Und das ist ein Sinnbild dafür, dass er abgekratzt ist. Wir haben immer noch das Kind hier, das besessen ist. Warum haben wir besessene Kinder mit uns? Warum nicht? Außerdem haben wir auch ein Bildnis von Alexander, das wir verkaufen können. Aber hier ist niemand. Fane gibt's nicht. Hm. Fane hat keine Seele, aber es war ja eh klar. Als Eterne. Ja gut, dann. So, let's go und hoch und dann sind wir hier durch und dann können wir abhauen, ne? Ab zu Arx. Du solltest noch mit den Leuten auf jeden Fall reden. Also mit Jahan müssen wir noch reden. Warum? Ich mag Jahan nicht. Ich mag Jahan, dann rede ich mit ihm, warte. Ich rede mit Almira, die mag ich. Das ist in Ordnung. Also sind wir eh ihre Sklaven. Schon was. I thought you'd forgotten about me, darling. How goes your little endeavor? Ich habe mich durch den Rat gekämpft. Ich würde den Eidbrecher gerne selbst anfertigen, aber ich brauche die Tafel. Ups. Wir haben ihn leider nicht. Ich habe schon dran gekämpft. Gives you a devilish grin and traces her finger along your forearm. I had a feeling you'd be one to watch, my dear. I'm glad to hear my faith wasn't misplaced. Sie macht mich immer noch an, obwohl der Typ daneben steht, aber ist cool. Eidbrecher. You want to craft a swornbreaker? I hope you haven't fallen in with the wrong crowd, my dear. Here, take the tablet. Just remember that I covet the Swornbreaker as well. I trust you wouldn't deny a girl her deepest desire, would you? Wenn du wüsstest. So,
Steintafel. Eigenartige Steintafel zeigt mehr Bilder als Worte. Sie erzählen keine Geschichte, sondern zeigen die Konstruktion einer Sense. Unberührt ist das Artefakt jedoch nicht. Und in alten Darstellungen prangt ein roh eingemeißeltes Wort Eidbrecher. Okay. Ah ja. Und jetzt haben wir das Rezept. Aber wir haben nur den Griff. Was soll ich denn damit machen? Der Schlüssel zur Freiheit. Und nahm ihr die Tafel ab. Nein, sie hat sie uns gegeben. Champion der Götter. In der Arena ist eingekämpft. Ja, und rissen die Macht des Urquells an sich. Also Dallas hat die Urquellmacht bekommen. Ja. Das heißt, sie ist jetzt göttlich. Well, fuck it then. Ja, am Quell des Aufstiegs griff Dallas an. Mit dem Etaran läuterte sie den Urquell vor seiner Macht. Damit der Gottkönig aufgehalten werden kann, muss jemand Dallas finden und die Mächte der Göttlichkeit erneut beanspruchen. Okay, also wir müssen Dallas killen. Hoffentlich ist nicht der Letzte, der sie killt, oder der sie umbringt, der das dann bekommt, weil das wird dann wahrscheinlich entweder Grommel oder Sibyl sein. Gehende Leere. Wir brauchen eine Klinge dafür. Ich weiß nicht, wo wir die hernehmen sollen. Aber wir haben jetzt Crafting-Kram, ne? Wo war Crafting? Da, Rezepte. Eidbrecher. Ja, uns fehlt die Klinge des Eidbrechers. Das ist alles. Dann können wir es machen. Mehr brauchen wir nicht. Nur die Klinge. Und die war in Arx. Okay, dann werden wir eh ich bald dahin kommen. Ich glaube es. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. That place is a pyre. Was beschäftigt euch? The order. My comrades, I don't regret leaving with Almira, but I did swear an oath. I hear Bishop Alexander made it to the island with some followers. What came of him? Naja, sagen wir es so, sei froh, dass du nicht wie Dolores, ne, und so. Also, er hat es auf die Insel geschafft, aber irgendwo, wisst ihr, von dem Moment, wo wir angekommen sind und dem, wo wir die Insel verlassen haben, hat er es nicht mehr geschafft. Ist er irgendwie untergegangen? Wir wissen jetzt nicht wirklich, wie das passiert ist, aber es war sicher ein schneller Tod. Unfälle passieren. The Divine Order grew weak and divided under his stewardship. Exakt, kein Verlust. Survives, it can come back stronger. No. Nein. Die kommen nicht mehr zurück. Dafür werden wir sorgen, Chef. Wenn wir erstmal Götter sind, dann werden die als Erste brennen. So. Oh, hier ist Fane. Vorne am Bug. Oh, er ist literally ein Skelett. Denn er macht gar nichts. Er steht einfach nur dumm rum. Fane is busy scribbling in his ephemeral notebook. Er scribbelt in seinem Notizbuch. Well, that was worth it. Han, wie wär's, wenn wir mit dem Jungen noch schnell reden? Hello, buddy. Not many things I can fetch around here, but who cares, eh? Look at this place. Okay. Cool. Wo sind denn hier noch mehr? Jahan. Ach, der Bimbo. Ja, okay. Darf ich das? Im ersten Teil war er noch in Ordnung, aber jetzt ist er nur noch doofi. The day was hey. Lost. And no one won. Divinity is still up for grabs. Dann mach halt. Yes. So. Das habt ihr schon gehört. Your mind. The demon that's in there. As long as it possesses you, Divinity will be his, not yours. You mustn't give it the chance, Losa. Kein Problem. Wir werden sie vorher auslöschen. Ich meine Dämon. I did. Schiff sie aus. Quite graciously taking us to demon-haunted arcs. Our pursuits align and continue. Okay. Nice. Ich habe übrigens auch noch eine Kleinigkeit, die ich austesten Moment. Wollte. Moment. Vergleichend zwischen arcs. Nein, zwischen der namenlosen Insel und der zweiten Karte, die wir hatten. Wie groß ist Arx im Vergleich zu den beiden? Wie die namenlose Insel? Doppelt so groß oder genauso groß wie die zweite Karte oder halb so groß? Oder wie compared das? Ich glaube mehr wie die... Ne, ja, dazwischen irgendwas hätte ich gesagt. Okay, danke. Das wollte ich nur wissen. Jetzt darfst du. Ich habe ja immer noch meine Nadel die ganze Zeit. Und ich habe mal gerade im Log geguckt von mir. Und da steht irgendwas von wegen, ich soll den Namen vom Meister wegstreichen. Das würde ich viel mal Spaß. Probieren. Du darfst gerne vorher das auch vorlesen.
Obwohl, er ist der Erzähler, das muss ich eigentlich machen. Die lange, spitze Nadel ist geschwärzt von der Tinte, die ihrem Zweck dient. Die Namen jener, die du jagst, auf deine Haut zu tätowieren. Bitteschön. Mit dem Finger über die, deine dunkelste und tiefste Tätowierung fahren. Meister. It is truly and utterly over. The master is dead. You strike the word through. Dragging the needle across it like a knife, you drown the black ink in blood. The pain is sharp, but you know it won't last long. Your newfound freedom, on the other hand, will. Ich meine, bist du... Ja, wohl, doch, du bist frei, aber jetzt versklavst du Leute, also cool. Und ich kann das, glaube ich, anscheinend auch noch mit hier Sandelius machen. Mhm. Auch gut. Und ach stimmt, du hast ihn ja auch hinzugefügt, weil du ein bisschen krank im Kopf bist. Yeah, I'm sorry, Isabel ist ziemlich krank. And a strange sort of beauty remains. Your own name lies golden upon your skin. A blessing and a promise of things to come. Wait, okay. What? Warum dein eigener Name? Das ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ja, okay. Jetzt macht vor allem keinen Sinn. Du hast doch, what? Ja. Hä? Verstehe ich jetzt auch nicht. Und dann haben wir noch Roost. Your abductor is dead. You've but a single prey left. And you know where naja, he is. Ja, der ist schon tot. Okay, ja, der ist wahrscheinlich schon länger tot, oder? Okay, cool. Interesting. Aber schön, dass dir dein Tätowierungstool auch geholfen hat, den Typen zu killen. So, haben wir jetzt mit allen geredet und alles gemacht? Ich glaube schon, ne? Soll ich? Ach nee, die Trulle hier. Srilla? Srilla vielleicht noch? Hat die noch irgendwo was? Verkauft nur Sachen. Ja. Macht sie sonst also, nichts? Bist du nur ein... Mercenaries. Ah, genau. Traurig. Soll ich den Prinzen wirklich essen? Was? Er hat gegen uns gekämpft. Ach so, den. Ich meine, der ist der Einzige, der übrig ist. Ne, und Thane. Warte. Die waren gegen uns. Oh. Geplatzt. I like it. Ja, jetzt Thane noch. Zap, der ist der auf jeden Fall, der arrogante Drecksack. I'm an Eternal. Nicht mehr lange, Chef. Nicht mehr lange. auf wen hast du das jetzt abgefeuert? I don't know. Vielleicht die den Elfenchor, der war eh ein bisschen creepy. Verstehe. Eigentlich wollte ich mich nur bewegen, aber dann, naja, kann man ein bisschen durch die Gegend ballern, ist schon cool. Idem. Ja, das kommt davon, wenn du dich gegen uns stellst. So, dann Zeit mit der Rachefürstin zu reden. Und wir schieben es einfach auf loses Dämon, ist schon okay. Wir haben echt nur noch eine Führung, das ist echt wenig. Scheiße, ich hätte gerne mehr. Okay, weiter. Wessen Dämon? Ja. Take genau. Whatever time you need to gather yourself, my friend. When you are ready, we can proceed. Oh, das Ding ist so cool. Wenn es so richtige Drachen hier drin gäbe von der Größe, das wäre schon cool. Ja, beschwör. Go, go, go. Warte, nein, warte, 2, 2, 2. Oh. Okay. Ja, ihr habt Dallas zu uns geführt. Ihr werdet auch vergehen. Oder so, I don't know. Yes. I am sorry. She had me built to her exact designs. Not even I know all the ways in which she can control me. She was able to follow my wake like a shark. But I will see myself destroyed rather than be forced to betray you again. I swear. Mhm. Ja, bestimmt. Cool, dann beschwören wir mal Dali. It shall be done. Hello. Malady's face is drawn. She seems tired, somewhat subdued. She looks you over and squints. Sieht genauso aus wie vorher. What's wrong with you? You seem happy. Darf man hier nicht mehr glücklich sein auf diesem Schiff? All diese Leute. Ja, ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr. Wir müssen nur noch Dallas wegklatschen. Das wollte ich sowieso von Anfang an. Cool. It's written all over you. In truth. I'm glad to see it. A joyful God is a just God. I've had some time to think, and there's a few matters I want to discuss before we carry on. I doubt you've forgotten the death of Meister Seaver. Waren wir nicht schuld? Ach nee, sie hat sich selbst gekillt, ne? Ich glaube, sie ist geplatzt worden. Bist du sicher? Ich glaube schon. Ich glaube, sie hat sich irgendwie noch selbst gekillt, dann. Wir wollten sich... Das nicht, aber ja, ja, nein, also sie ist geplatzt, weil wegen irgendwas, glaube ich. Ich glaube, she swallows hard and closes her eyes for a moment, as though trying to dispel a dizzy spell. She and I had a deal, you see. A
deal that's now quite obviously defunct. According to its terms, I was to help you ascend to divinity, and she was to help me with another matter. Wenn du den Dämon meinst, der die Hälfte deines Wesens ausmacht, den können wir gerne austreiben. Es geht ganz schnell. Warte mal, ich hol mal meine Axt. The details aren't important now. It's just. Ich brauche keine Axt. Ich habe eine Feuerpeitsche. Another entangling alliance. But I won't be able to disentangle it on my own. There may come a time when I need to count on you as an ally. So, are we? Allies, that is. Ich hätte gern mehr Informationen, glaube ich. Ich kümmere mich nur um mich selbst. Nein, so ist Bestia auch nicht. Aber ich hätte gern ein bisschen mehr Infos vielleicht vorher. The details are detailed. Suffice it to say that Meister Siva believed she could help me. And I believe you're twice the sorcerer she ever was. Es ist nett von dir, das zu sagen, aber ich glaube, wir sind alle ziemlich beschissene Quellenmagier, weil Quelle ist ziemlich scheiße. So viel guten Kram gibt's dabei nicht. Ich weiß nicht, warum die das alle so in die Höhe loben. So? Ja oder nein? Oder vage? Ich bin dafür. Ich auch. Sie hat uns oft genug den Arsch gerettet. Oh ja. Okay, fine. That's something I don't often hear. Thank you. Really? Ja, wir wissen, außer dass du uns ein paar Mal gerettet hast, was aber mehr in deinem eigenen Interesse war, habe ich das Gefühl, wissen wir auch nicht, ob wir dir wirklich trauen können oder was du, wer oder was du eigentlich bist, weil we never heard anything from you. Deshalb bin ich eigentlich nett so dafür, ihr zu vertrauen, weil sie uns nicht vertraut, aber ist cool. Moving on. I found out where Dallas is heading. There's a great city not far from Driftwood, Arx by name. It's controlled by Magisters, so you'll have your work cut out for you. We have to find out what she's planning to do with the powers of the Seven. Ich meine, ihr zugute zu halten ist, was, dass sie sich so ausgepowert hat für uns, aber dennoch wissen wir gar nichts über sie. Literally nothing. Wir wissen, dass sie halb Dämon ist, aber das war auch alles, weil viel mehr haben wir nicht über sie erfahren, oder? Und halb Elf. Ja, das macht's nicht wirklich besser. Also sie ist eigentlich eine Doppeldämonenart, aber ist, ja. Zwei verschiedene Dämonen halt. Aber trotzdem, wir wissen nicht viel und sie verlangt jetzt von uns, dass wir something für sie machen. Wollen wir nicht wissen, wie groß es ist, wie moralisch fragwürdig oder ähnliches. Also ich bin da echt nicht so für. Ich bin sehr zwiegespalten ihr gegenüber. Ich meine, sie wird wahrscheinlich eher okay sein, aber was? Jahan mag sie, also mag ich sie auch. Ja, das ist noch ein Grund mehr, sie zu hassen. Okay. You'll need to find her and take back what she stole. And quickly, before she does something irreversible. Dallas, or any of the others for that matter, cannot be allowed to use the powers of the gods. She doesn't understand what must be done. She doesn't understand how to rule. Und sie glaubt, dass du weißt, wie man herrscht? Of course oh, das finde ich do. Gut. Ich finde das gut. Bitte nimm ich meine, eigentlich hat Beste sich auch immer ne, aus dem Herrscher-Ding, weil er ist ja eigentlich eine Obel. Und seine Schwester ist ja irgendwie auf dem Thron oder sowas war das. Oder irgendwie seine Verwandte zumindest. Cousine, glaube ich, ist sie. Ja, in irgendeiner Form verwandt halt. Ja, ihr glaubt, ich weiß, wie man herrscht. I mean, I will, but... We stumble forward, it's fine. Given the alternatives, I consider you our very best bet. Großartig. Es wird die Hölle werden. Wunderbar. It's quite simple, really. Chaos is a fact of life, surer than any other. Power is one of the few structures that can cut a line through that chaos. If wielded well, that line will mean stability, order. A comfort against the unknowable, changing forces ich find sie großartig of chaos. Gesprochen. If wielded poorly, the line will mean domination, terror, different from chaos, but no better. Dallas and the others like her, Alexander, the Mother Tree, the Prince of Shadows, they are little better than demons, really. They seek power at the expense of others, not to create stability, but to create servants. Das ist verdammt wahr, ehrlich gesagt. Und ich bin quite impressed. Look at my face, Godwoken. What do you see?
Ein Dämon mit einem Dämon? Oh, warte. Ich glaube, du willst hören Elf, oder? Dass du sie siehst. Oh, das ist ja cute. Ja, sag ihr das. Ich sehe weder den Dämon noch die Elf. Ich sehe nur euch. Haltet da, ich bin so ein Baumknutscher. Wow. Ja, aber come on. sure, ich sehe euch. Nicht mehr und nicht weniger. Lasst uns umarmen, wir sind so toll. I suppose we all see what we want to see. When I look in the mirror, I see balance. Balance between darkness and light, between good and evil. Whatever those categories mean. Und du, was ist denn da bitte das Gute? Der Elf oder der Dämon? When the time comes for you to ascend, remember my face. Remember that despite any shortcomings you might have, if you can bring a semblance of balance to the world, you'll have done as good as the Seven did. And if you can be stronger than them, you'll do all the better. Ich weiß nicht, ob stronger das Problem ist. Einfach nur, dass es sieben waren, war wahrscheinlich schon nicht unbedingt so das Beste. Sieben ist jetzt nicht wirklich eine ausbalancierte Zahl, aber okay. The Seven are gone. Slain by their God Woken. Slain by you. You have the Siehst du, wir haben sie gekillt. Obligation even to do better than they did. To create a better world than the world they made. Das knarzen Fische. Das ist echt schön eigentlich. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an Return of the Obra Dinn. Richtig geniales Game. Definitiv eine, was ist Recommendation auf Deutsch? Eine Empfehlung. Das ist es. Also sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Das Spiel ist wirklich, wirklich gut. Ich bin etwas überrascht, euch so reden zu hören. Euch liegt etwas am Zustand der Welt? Wie kommt das? I know what evil is, Godwoken. I've seen what chaos can do. It isn't how I picture Rivalon's future. You are my insurance against that. Now, there's little time to spare. We need to get you to Arx, find Dallas, take back what she stole. Shall we go? Sure. Very good. Cutscene? Lucky for you, I'm on your side. Wahrscheinlich. I'm probably the only one masterful enough to transport an entire ship safely between the land of the dead and the land of the living. Ja, und deswegen bin ich sehr, finde ich sehr suspekt, dass du überhaupt hier bist. Aber okay. Captain Malady stands at the ready. Okay, das finde ich lustig. Ich hätte jetzt gerne so einen Papagei für sie auf ihrer Schulter. Arr! Yay, wir können schon wieder nicht zurück, weil, ja, macht Sinn. Läuft, go. Cutscene! After the briefest moment of respite, Malady brought the Godwoken to Arx to recover the divine powers Dallas had snatched away. But the half-demon's secret was taking its toll on her. Lucian! Fools! The bastard's going to ruin everything! Brace! 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 Autsch. Bei Lucians Klöten finde ich super. Okay, jetzt ist mir doch sympathisch. Also, ihr Halbdämonenteil hat so ein bisschen die Kontrolle gewonnen und hat uns jetzt zerschellen lassen. Sehr schön. Wissen wir zumindest, warum wir damit zurückkommen. One-way trip. The Wreck of the Titan. Oh, es ist schade ums Schiff eigentlich. Ich meine, es war ein lebendes Schiff. Arme Schiffi. Jetzt ist es halt ein Todesschiff. Aber ich meine, immerhin ist sie jetzt frei, ne? Come, come, Quackers. Time is short. Don't say anything. Du redest auch mit dem Falschen, deswegen. Malady groans, her face twisting in pain. She falls to one knee, catching herself on her hands. Und das passt zu Grommel, finde ich. Er hilft nicht, sondern Gratulation zur Landung. Yes. Not my finest work. But never you fear. I've pulled a clever trick out of my sleeve. The Lady Vengeance stands in two realms at once, her body here, her soul in the Hall of Echoes. You can return at your leisure. Also es ist jetzt ein Geisterschiff in der Hall of Echoes.
Interesting. She raises herself to her feet unsteadily. At least I got us where we wanted to go. This is Arx. This is where Dallas has fled with the powers of the gods. This is where the path to divinity leads. Ja, das haben wir schon mal gehört und es war trotzdem nicht so. Wo soll ich beginnen? Your guess is as good as mine for once. If it were me, I'd start with the Divine Order in the city. Last I heard, there were plenty of Magister within the city walls. If their beloved leader is among them, they'll likely have heard about it. Mm-hmm. Dallas must be stopped. She has stolen the powers of the Seven. You'll need to get the Aetherian back if you're to fight the God King. You'll need it if you're to ascend. Jetzt müssen wir auch noch den Chef persönlich killen, na toll. Track her in Arx. Find out where she's gone and end her. Take back the Aetherian and the powers of the gods with it. You cannot fail, Godwoken. Not for anything. Finish her! Oh. Jagd nach Dallas. Konntest du das Gespräch jetzt mithören, Ofu? Okay. Oh, I'm sorry. Wir müssen in Arx nach Dallas, dem Aetharan und den gestohlenen Kräften der Sieben suchen. Die Göttlichkeit hängt davon ab. Todesnebelgefahr. Wir werden Michael Ross bei der Hochzeit seiner Tochter finden. Vielleicht kann er uns helfen, den Todesnebelplan der Königin zu durchkreuzen. Das ist doch eigentlich eine Story für Bestie, aber okay. Ja, das ist Bestie-Story. Nein, war es nicht. Todesnebelgefahr ist nicht Bestie-Story. Das kommt noch. Mira ist auf der Rachefürstin geblieben und hofft, den Eidbrecher zu erhalten. Nee, warum sollten wir ihn ihr geben? Adram Malik entkam von der namenlosen Insel. Wir könnten ihm schon bald begegnen. Ja, denn der steht neben uns. Er nennt sich Lose. Hey! Was? In Arx wimmelt es von Justinias Agenten. Vielleicht kann ich so herausfinden, was sie planen. Womöglich ist die Königin sogar persönlich zugegen. Das ist Bestie-Story. Aufstand der Zwerge. Ja, also ist jetzt alles upgedatet worden. Das ewige Versprechen, die mörderische Hexe Windigo von der Schönwetter hat erklärt, dass diejenigen, die bla 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 Mörder im Dienst des Gottkönigs sind, bla bla bla. Musst ab jetzt alleine weiterspielen, wir bleiben jetzt hier liegen. Ja. Okay. Tschüss. 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 Die Schönwetter ist gesunken und alle an Bord sind offenbar verloren. Achso, das hatten wir schon. Warum ist das jetzt alles nochmal auf... Okay. Rachefürsten setzt die Segel nach Arx. Maladie glaubt, dass sich Dallas wahrscheinlich nach Arx begibt. Der Stadt von Lucien. Dallas hat mit dem Aetharan die Mächte der Sieben geraubt. Ohne ihn können wir weder gegen den Gottkönig kämpfen noch aufsteigen. Wir müssen ihn nach Arx, um dort danach zu suchen. Außer sie killt schon jemanden mit dem Ding, weil dann ist das Ding nutzlos. Jemand namens R bezahlt die Köpfe für die Köpfe von Gotterweckten, die zu einer Sägemühle gebracht werden sollen. Ja, das ist doch schon lange vorbei. Warum ist das denn immer... Meister Sieb... Ja, who cares? Okay, cool. Schön. Hammerfeld war was? Dallas finden. Ja, das ist einfach. Warum liegt er da rum? Wo supporte dich mal zur Halle der Ich... nicht zur Halle, ich wusste Rachefürstin. Du bist so niedergeschlagen. Warum seid ihr so nieder... Was zur Hölle macht ihr da? Händchen halten! Das sieht von einer das sieht voll aus bei einer Perspektive. Warte mal, ich mache einen Screenshot. Okay. Wir kommen nicht aufstehen. Nee, wir kommen nicht hoch. Immer noch nicht aufstehen. Ich habe keine erste Hilfe. Ich kann euch nicht helfen. Oh, Herr Lora. Ich muss mit ihm reden. Macht das viel Spaß. Quirkus. Wir liegen hier. She might have been a butchered tree, but she still made a noble home. And now our nest is gone. We cannot hide in their barren hall of echoes. We cannot idly wait for fate to take us. There's only one thing left to do. Murder. Was? Solora looks up. Wir können übrigens immer noch nicht mitlesen und hören. His whiskers twitch. Oh well. Ihr könntet euch ja porten zu uns. Haben wir ja versucht. Ja. Dann habe ich keine Ahnung, wie man euch jemals da wieder loskriegt. We must fight. Immer die Halle der Echos, vielleicht hilft das. Onward, Quackers. Nein, hilft Onward, nicht. Onward, Shield. Until the great acorn drops, there's still hope. Das heißt, ich muss einen neuen Punkt finden, an dem ihr euch porten könnt, weil ich kann euch nicht helfen. Neu. Ja, dann müssen wir den ganzen Quatsch nochmal machen. Wieso? Du kannst ja speichern und dann neu laden. Speichern. Vielleicht ist das einfach ein Bug. Ja. Ja, wird es wahrscheinlich sein, aber... Weil du konntest ja auch aufstehen. Aber ich bin auch cool. Dann hilf uns auf. Ich bin ein angehender Gott. Wohl Bestie einfach der schlimmste Gott ist ever.
Ich würde wirklich gerne, obwohl Lose ist einfach ein bisschen zu hohl für Gott. Hey! Sadly. Ja, bist du denn darin? Hey! Ah. Sie sind wieder da. Warum habe ich Sibyl nicht da liegen lassen? Yay! Fahrhangpflanze. Warte, soll man nicht vielleicht auf die Rache, eine Rachefürstin und schauen, ja, was und da den ganzen Quatsch nochmal haben? Nee. Nee, aber die Leute, die dort sind. So? Da ist Todesnebel überall, na, das ist ja auch wunderschön. Oh, da können wir gar nicht. Die Rachefürstin ja, waren wir doch schon, ist doch wurscht. Ah. Ja, aber das sind die Eichhörnchen! Eichhörnchen. Did you hear? The big acorn is coming. And it's chosen our forest. Okay. We are the chosen ones. Wir sind jetzt endlich beim Great Acorn angekommen. Komm mal zur Halle der Echos. Aber ich will nicht. Du kommst jetzt. Unglaublich. Komm mal zur Halle der Echos. Ist mir doch scheißegal, was da los ist. So? Das Schiff ist ein bisschen dunkel. Ja, und? Wir wissen das doch, weil das Schiff ist eigentlich zerschellt. Das hier ist nur Bullshit-Plot-Nonsense, dass es noch existiert, damit wir noch einen Rückzugsort haben, wo wir unseren Mist lagern können. That's it. That's literally it. Bei Amira ist ein roter Ball. Ja, und? Ich denke, dass ich eine bumpy ride, mein Lieber. Unsere Arrival hier war vigorous, even for my tastes. I'm still eternally grateful for all you've done for me, of course. In fact, here, take this. I suspect you'll find use for it soon enough. Warte schon mal in Arx, auch wenn du nicht in Arx bist, weil du bist immer noch in der Halle der Bimbos. This place? No. Arx is clogged with divine order lackeys, from what I understand. It's not the sort of town where a girl like me could let her hair down, unfortunately. Ja, yeah, a girl like you. Genau. Wir haben ein Buch bekommen, das ich nicht nutzen kann, leider. Damn it. Ja, und Krommel hat die Fähigkeit bereits. Also wenn irgendeiner von euch einen Blick des Schweigens haben würde, um Leute zu verstummen. Aber solange behalte ich es erstmal, vielleicht kriege ich noch genug von irgendwas. Schön, jo, das war sinnvoll. Rachefürstin. Okay, diesmal wird man nicht mehr umgehauen, das ist schon mal gut. So, wo war jetzt das zweite Eichhörnchen, mit dem ich reden wollte? Das ist das erste, hier ist das zweite, hoffe ich. Weil die reden von der großen Eichel, das interessiert mich. Oh, das sind sogar drei. Kam wir nicht gerade vom Sky? Ja. Ne? Wir sind das Great Acorn? The big acorn has come. The prophecy has been fulfilled. Im Übrigen. Did you feel its power? Ja, das sind wir. Wir sind das Great Acorn. Lucian the Divine. Übrigens, das Beste ist, eine Kind ist weg. They've been slacking off by the looks of things. No, I mean, das war eh nur Ballast. Ich bin froh, den Ballast los zu sein. Alles gut. Ein Hirsch. Ein edler Hirsch. Ich weiß nicht, warum das Vieh edel ist, aber sagt man immer. Hallo, Hirschi. Two legs. Why must you crowd our woods? Go be with your own kind. What? I'm not crowding anything. What? Fuck off. Ich wüsste zu Hirschfleisch. Gibt's einen lecker schönen Eintopf. Hirschragout. Nom nom nom, wo kommen die denn her? Elfenpilger? You see the crash? The ship? Are they void woken? Nicht so wirklich, aber eure Mutti ist hier. Nichts mit leeren Erwachen hat es zu tun. Es ist alles gut. Thank the gods. Ja, ihr könnt mir gerne danken. There are void woken within the city. What? I fear they are outside it too. But it okay. Seems Lucian's spirit watches over us. We are spared. For now. Du as we do. Hier grad was sehen. Stay far als away from so Arx until the troubles clear. Oh. Wo denn? Ich war zwar am Reden, aber ist okay. Ja, ich weiß nicht, was du da wieder für ein Kram... Oh, hier ist noch was. Ja, es ist jetzt auch weg. Schade. Es hat laut Wah! Gemacht oder was? Ja, man hört es immer noch. Child's prayer left here. Dear... Wasser.
Ask Mommy to stop crying. Natürlich. Okay, das war jetzt nicht wirklich ein Gedicht, aber okay. Hier sind überall Schreine. Okay, wie sieht denn die Karte aus? Oh ja, die ist noch ein bisschen größer. Cool. Aber dann können wir ja alles abgrasen. Bevor wir dann in diese Festung gehen, hier in die Vorfestung und dann in die Stadt. Also hier in die Festung gehen wir noch nicht, sondern wir grasen erst den ganzen Hafen hier ab. Ist das Todesnebel? Ja. Mhm. Ah, cool. Ja, es ist sehr beschaulich hier, es ist schön. Teddybär! Mein Teddybär. Wir können Schreine abgrasen. Gibt's hier was Leckeres? Nein. Dammit. Prayer for a pilgrim. Teddybär. Mighty Lucian, grant me wealth and power. So, wo gehen wir zuerst lang? Hier ist was. Hier sind die Elfenpilger. Na toll. Interessieren die uns? Willst du mit denen reden, Mutti? Only fog. Mutti? Sibyl? Ein Teddybär. Wir können ja mit ihnen reden, ja. Ja, dann red mit ihnen. Ja, kann ich doch machen. Dann tu es. Ich frage, ob du willst. Ich plündere derweil ein Vogelnest. Oh, nichts drin. A spinach all over the floor. Ah. Okay. Ja. Das war aufschlussreich. Ja, beide nur Quatsch. Menschliche Reisende, Zwergenreisende. Das ist eine Reisende, dankeschön. Bist du dir sicher? Ich will's hoffen. Ich meine, who knows? Zwergenpilger. Die Frage ist, müssen wir mit irgendjemandem von denen hier reden? Das sind alles Pilger. Jahan ist hier, mit dem sollten wir reden. Jahan! Mein Jahan, no? A doctor. Think harder. No. You must have come across one in your travels. Ja, du. Aber sie reden gerade miteinander, die zwei. Who cares? Die reden für immer wahrscheinlich. Jahan streicht sich übers Kinn. Wie ein... Egal. Während er das Pilgerlager mustert, er bemerkt, dass du dich näherst, dreht sich um und setzt sein ernstes Lächeln auf. Hast du wunderschön gemacht. Ernstes Lächeln? Okay. Naja, ein bisschen steif wahrscheinlich. A bit of a choppy re-entry, wasn't it? Sorry, I couldn't be there to greet you. But time is limited. The doctor will know of the crash soon enough. I need to learn as much as I can, as quickly as I can. Dass du mich nicht begrüßt hast, ist in Ordnung. Du hättest mir aufhelfen können. Na. Merk schon. Das ist eine Magierin, come on. Ja. Muss nicht stehen. Okay. Na, du kannst den Grund zu Eis machen und dann rutschen. It's filled to the brim with potions, grenades and magical charms. Sadly, these pilgrims have no useful news. So, off to the city I go. Time to rid it of its demon. Demon. Ich finde das irgendwie voll süß. Viel Glück. Ich mach's das schon. Ja, viel Glück. Mach es und dann sind wir glücklich. Du gehst wahrscheinlich dabei drauf, aber who cares. Ich will eigentlich zwei sagen, aber einfach die lose Antwort finde ich so süß. Ja, dann beim zweiten gibst du ihm ein Towel, also ein Handtuch. It's dangerous to go alone. Take this. Also. A towel. Mach, go, eins. Oder nicht? Das ist lose Antwort, du musst ja wohl nehmen. Ja, sonst musst du ja mit ihm reden, das andere würde ich ihm auch sagen können. Okay. Thank you, Lose. Deswegen passt das eh mehr. I know this is your battle above all. But if I'm successful, you'll be free to claim your divinity. Aber ich habe so das Gefühl, dass er dann darauf gehen wird und ich das trotzdem alleine machen darf. Should you choose. Definitiv. So, let me rid you of the darkness and leave you with a decision greater than us all. The divinity or humanity of your soul. A firm handshake and he's off. Bevor du gehst, hast du was zu verkaufen. Außerdem wäre das beim zweiten genauso gewesen. Nur weil du mir sagst, oh, es ist so gefährlich, allein zu gehen, wäre er trotzdem alleine abgehauen. Ja, das schon, aber dann hätte er uns vielleicht benachrichtigen können. Very, very doubtful.
Ja, und wir sehen ihn trotzdem. Ist hier irgendjemand, der irgendwie wichtig ist? Es sieht nicht danach aus. Also ignoriere ich die alle. Weil... Händler? Echsenhändlerin? Na, brauchen wir wirklich was? Wohlhabender Pilger. Ich habe göttlichen Shit. Wenn du mir sagst, dass mein göttlicher Shit jetzt hinfällig ist, drehe ich durch. Was hältst du von einzigartig? Kniehose des Gläubigen. Also Beinbekleidung. Okay, was hat die? Physisch, 340 schon magisch. Schlecht. 340? Magisch, ja. What? 2 Intelligenz, 2 Konstitution plus 1 Hydrosoph plus 0,2 Bewegung. Will ich haben. Ja, die sollst du haben. Yeah. Auch wenn ich die Intelligenz gebrauchen könnte, wie immer, weil mehr ist geil, aber ja, ist kannst besser du mir für auch dich. Deine Hose geben. Na, ich glaube, die andere gibt dir mehr, weil du Hydrosoph davon bekommst. Von meiner bekommst du es nicht. Und die Konstitution habe ich auch so, also kann ich eher die nehmen. Okay. Also, mir ist egal, du kannst die hier auch haben, aber weiß ich nicht. Hier ist halt auch mehr Initiative bei und wie gesagt, es ist besser, wenn du weniger Initiative hast als alle anderen, weil dann kannst du direkt heilen. In theory. Und wenn eine Heilung nicht notwendig ist, buffen. Du solltest mit den Leuten vielleicht doch reden, weil die konntest du jetzt fragen, was los ist beispielsweise. Ja, aber da kommt eh nichts bei Raum, weil es einfach... Bläh. Ja, aber vielleicht... Random shit. Ja, ich meine ja auch die Händlerin. Hättest du Death Fog eingeatmet, dann wärst du tot. Deswegen, es ist so sinnlos, mit denen zu reden. Es ist einfach random Bullshit. Du kommst in die Stadt, ich glaube. Like the rest of us. Whatever your purpose in Arx, you may be disappointed. I want to visit Lucian's shrine to find answers. But perhaps it is a fool's errand. Yeah, göttliches Tod. I do not expect to hear his voice. But I meditate. I look upon his disciples. I take in his resting place. Perhaps the answers come. Peace too. And perhaps not. This is the chance I take. Und warum seid ihr nicht drin? Was geht vor sich? I hear magisters in white fighting the paladins. And I hear a void woken. Süß. Ich will trotzdem mit all denen hier reden, es ist so lächerlich und sinnlos. Ist das hier ein... Oh, das hier ist ein Punkt. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, man kommt zumindest hier zurück, wenn wir wollen. Die Menschliche hat auch noch Sachen, die du sie fragen kannst. Was, wer, wo? Another card? It's a dangerous path ahead, friends. Excuse me, have you word from the city? I heard the paladins inside have overthrown the magisters. How can that be? And if it is, who's in charge of Fort Joy? Wieso sorgst du dich darum? My brother's just been sent there. Kann nicht sein. I don't understand it. Fort Joy seit Monaten zerstört. Why send him so far away? I just need to plead his case. To Dallas herself, if I'm able. Or to whoever's in charge now. He's a sweet lad. He doesn't belong there. But I'll sort it out, that's for certain. I don't know. Maybe the paladins have finally had enough of this clampdown. The magisters will just go and lock up anybody. That wasn't Lucian's way, was it? Ja, also nichts Neues. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Am besten nach Osten, da zum Hafen, oder? Wenn wir dort, wo wir auch gerade waren, da konnte man auch zur Seite hüpfen irgendwo hin. Ja, da geht's halt auch nach links, aber so. Also ich meine, gehen wir jetzt nach links oder nach rechts? Na, hier ist ja auch ein Ort, aber hier ist halt ganz viel Todesnebel und ich weiß nicht. Da ist gar nichts, auf der Karte ist da nichts. Du kannst da nicht stehen. Doch. Schau doch mal. Wenn der Todesnebel ist, ist halt hin. Bringt uns nichts, oder? Ja, aber wir können ja mal... Also ich weiß nicht, weil da ist... Also wir könnten hier hinspringen und hier ist kein Todesnebel. Ich weiß nicht mehr genau, was da nämlich aber war. Aber da ist auch nichts. Ich komme da gar nicht hin. Careful. I've spotted a trap. Jetzt kommst du hin. Du könntest dich einfach hinterher teleportieren. Ja, dann mach mal Unfug. Ich meine, sie ist eh die Beste dafür, weil sie sieht alle fallen, also. Careful, I've spotted a trap. Sie? Mhm. Ich sehe die auch, aber erst wenn sie an mir explodieren, also ist vielleicht jetzt so ideal. Ja. Da sind Gegner im Todesnebel. Oh, ja. Leeren Kreaturen. Aber ich will mit denen nicht kämpfen, ganz ehrlich, weil wozu? Müssen wir auch nicht. Das sind Level 20.
Oh, okay, dann. Ja, Nekroflügel, leerender Wachter und so. Überall leerender Wachter. Aber ich meine, wir können die eh nicht aus dem Nebel rausholen. Wir müssen irgendwie erst den Nebel loswerden und das können wir nicht. Das ist jetzt so eine Gruppe von Eternals wahrscheinlich. Nee, vielleicht müssen wir da später noch hin. Ja, vielleicht müssen wir später noch hin. Lass uns entweder nach Westen oder nach Osten gehen. Eine der beiden Orte will ich jetzt noch erforschen. Dann gehen wir nach Westen. Ist auch überall. Todesnebel. Geh voraus und wir folgen dir. Ich bin schon da. Genau, ich will nämlich nicht über die Brücke im Norden, sondern dann gucken wir uns den kleinen Ort hier an, beim nächsten Mal den großen Hafen. Und danach können wir nach Norden gehen. Und wenn wir da das Versteck des Einsiedlers das brauchen, dann werden wir ja da nochmal hinkommen. Mhm. So. Aber hier scheint gar nichts zu sein. Vielleicht ein paar Gegner oder so. Ja, da ist ein Gegner, ein Bär. Der heißt Kuschel. No. Oh. Ich will ihn haben und ihn knuddeln. Brandfackel bietet Bonus Feuerschaden. Das Vieh hat brennende Flossen. Er schläft und er hat Seelenpartner mit irgendwem. Und einen Anführer. Das heißt, da muss noch irgendwo einer sein. Ja, da ist... Ah ja, Seelenpartner mit dem verstoßenen Berserker. Oh. Glutfeder. Und noch ein verstoßener Zauberweber. Ich schick dir mal kurz ein Buch. Verstoßener Jäger und Todesschwinge. Alter, die sind abartig. Okay, die sind nur Stufe 18 immerhin. Ja? Ich hab dir mal eben ein Buch geschickt, das ist vielleicht interessant für dich. Der Faden, die Pilgerreise von Willem Breitfurt. Nur die Frommsten werden sich auf diese Expedition begeben und nicht alle werden überleben. Doch wer in die großartige Stadt Arx reisen möchte, um den göttlichen Lucien zu feiern, dem sage ich die erste Route von der Küste Schnitters zu Fuß vom Fischerdorf Treibholz durch Paradieshügel über die Berge segelt. Ja, ist uns egal, aber wir haben wir schon. Segelt nicht über Blabla, fein. So. Nicht bei Rot. Ich will Kuscheln nicht kaputt hauen. Die sind ganz schön stark. Die sind ganz schön stark. Ganz schön stark. Glutfeder ist nicht das Problem. Todesschwinge. Was haben wir hier noch? Süß. Ja, Todesschwinge, genau. Ja, Kuschel. Der ist schwebend. Die haben alle Brandfackel, das heißt, die brennen alle, die Schweinchens. Und der Zauberweber. Die haben 20% Feuerresistenz. Na, die zünden uns an, ist das Problem mit Brandfackel. Also. Immunität gegenüber unterkühlt und rutschend. Schaden ist okay. Ich glaube, Zauberweber wird das Schlimmste dabei sein. Berserker wird es nicht so wild sein, glaube ich. Ja, aber die, okay, also es gibt einen der drei, der hat Feuerresistenz. Die anderen haben nur Wasser und Luft. Und da unten Berserker hat auch ein bisschen Feuer, ist aber nicht wild. Okay, also wir sind eigentlich gut aufgestellt. Niemand ist wirklich feuerresistent. Vielleicht der Käfer? Ja, der Käfer hat 100%. Also im Käfer können wir mit Feuer nichts machen, aber der Rest ist zumindest alles kein Problem und hat sonst nicht wirklich viele Resistenzen. Also sollte machbar sein. Sollen wir? Strategie, wen sollen wir zuerst? Alle. Am besten den Zauberweber, finde ich. Obwohl, die Jäger ist halt auch gefährlich, wie wir Sibyl wissen, ne? Von Sibyl wissen. Aber Zauberweber kriegt Sibyl wahrscheinlich am ehesten tot. Apropos Sibyl, wo bist du hin? Ja, ich stehe hier. Ich stehe hier, aber nicht bei uns. Wo stehst du? Ah, du bist ein Busch, okay. Nee, das ist Melly. Wo ist Sibyl? Ach, da, der Stein. Getarnt. Oh Gott, ja, diesmal bist du wirklich gut getarnt. Ich könnte mein Vieh reinbeschwören, habe aber keine Fläche, das ist nicht so gut. Ich meine, ich könnte uns auch buffen, aber... Ich könnte Berserker und Bär mit Wurmzucken als erstes treffen. Weil dann halten die Füße still. Dann sind sie verwickelt und können nichts machen. Weil das als Einstieg ist doch ganz gut, oder? Ja. Let's go. Weil die sind beide verwickelt und kriegen Schaden und können nichts machen. Dann haben wir da schon mal Ruhe. Und das war dumm von dir. Jägersfreund, das war sehr dumm von dir. Wir werden auf jeden Fall Heilung brauchen und ich bin auch geneigt, die Glocke einzusetzen. Wahrscheinlich hier, oder? Damit wir am besten Überblick noch haben über die Gegner. Ich wollte uns gerade ermutigen, aber das hat leider nicht mehr... Ja, also ging leider nicht mehr. Erdbeben bringt nicht so viel. Ist nicht schlimm. Ich könnte ihn verkrüppeln, das könnte helfen. Was könnten wir noch? Wir könnten ihn einweben. Ich könnte die Spinnenbeine einsetzen. Mach das. Klingt gut. Das ist was ich fast nie einsetze und es kostet mich nichts.
Und dann kann ich meine Kreatur beschwören. Außer das kostet mich jetzt was, das Einweben. Das bin ich mir nicht sicher. Es kostet 2. Dachte mir gerade zu Sibyl, wo bist du? Ich wollte eigentlich zu dir kriechen, aber dann ging der Kampf schon los, dann bin ich 1-2 Schritte zurückgegangen. Ah, okay. Es wäre cool, wenn mich jemand beschleunigen könnte, aber ich werde das hier machen, um den aufzuhalten, weil jetzt ist er eingesponnen und damit kann er auch nicht mehr ausweichen und gar nichts. Bewegungstempo minus 100%, Ausweichen minus 70%, also Sibyl wird ihn wegcritten können. Ich werde dann trotzdem mein Vieh beschwören. Ich weiß nicht, ob es auf Netz irgendwas bringt. Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Auf Öl wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch, auf Öl bringt es auf jeden Fall was. Ja. Öl bringt es. Aber ich glaube, Netz, das zählt dann einfach nur als normal. Ne? Öl ist nicht schön, aber es ist okay. Ja, dann kriege ich halt nur einen fossilen Hieb, was jetzt nicht so geil ist, aber ist halt so. Kriege ich nicht da hinten? Ich könnte nur hier machen. Kriege ich ihn da oben? Nein. Ja, ich komme nicht weit, ist das Problem. Und ich bin halt überhaupt nicht verstärkt. Das heißt, es ist sehr fragil gerade, mein Vieh. Und ich bin nicht immun gegen das Netz wahrscheinlich. Tja, siehst du mal, wenn ich halt früher dran kämen könnte, dann hätte ich dich schon buffen können. Hättest du mehr machen können. Ich warte einfach. Ja, schon. Ja, aber es ist wirklich nur fürs Buffen. Fürs Heilen ist es weit besser, wenn du als Letzte dran bist. Ja klar, aber dann buffe ich zuerst alle, dann in der nächsten Runde ja, heile ich alle. Und jetzt hat das Netz verbrannt. Das ist ziemlich scheiße. Ja, okay, hat er noch. Er hat sehr viel. Ist noch nichts passiert. Ich würde die Zauberweberin, ganz ehrlich, wenn ich kann, gerne mach verstummen lassen. Aber sie hat noch zu viel magische Rüstung. Ich könnte höchstens den Berserker verstummen lassen, was jetzt nicht die beste Sache ist, die es gibt. Der kann sicher auch böse Sachen. Und sie haben Seelenband, also die Hälfte der Punkte geht auf ihren Freund über. Kuschel hat gar keine magische Rüstung übrigens. Ja, bringt mir leider nicht viel. Ich weiß. Schutzglocke maybe und dann wahrscheinlich erst ja, Ansturm. Ich machen. Ja, okay, macht leider nicht so viel. Kannst du vielleicht gleich sie teleportieren, dass sie auch da ist, die Zauberweberin? Die Zauber... Soll ich... Achso, dass er bei dem verstoßenen Jäger ist, meinst du? Sie? Ja, ja. Okay. Kann ich machen. Ich werde hier jetzt aber die Glocke hinsetzen, ne? Find ja, und gut. Die kriegen die ja nicht. Ja, ich meine nur weil ihr die alle jetzt da gerade reinpusht, ja. Aber... Oh, da hast du... Okay. Ja, da habe ich gesagt, will ich die hinsetzen. Okay. Weil wir brauchen noch Sicht auf die anderen, das ist das Problem. Und das hat man da besser als bei dir in der Ecke, weil bei dir in der Ecke siehst du die da oben nicht. Und ich dachte halt, du machst es so eben ja hierhin. Die beste Variante. Das kostet 2. Das ist ziemlich beschissen, dass das 2 kostet. Und ich kann nichts machen. Wir haben alle noch zu viel Rüstung und alles. Hau ihn. Ich kann ihn nicht hauen, ich hab nichts mehr. Ihr seid immer noch verwickelt, das heißt, ihr könnt nichts. Das finde ich ziemlich scheiße. Autsch. Weil wir brennen ein bisschen. Brennender Sturm. Ja, ich bin fast tot. Schauen, den kannst du dich. Das ist in Ordnung. Das ist auch okay. Süß, dass der Flügel da. Die Flügel sehen so falsch aus an ihm. Was war das denn? Badness. Ich bin panisch. Oh. Heilung durch klarer Geist. Ja, er kann nicht kontrolliert werden und versucht wegzulaufen für mich und meine Kreatur, was ziemliche Scheiße gerade ist, weil, wenn das Bestand hat, sind wir effed. Ich muss mich heilen, ich gehe gleich drauf. Keine Sorge, ich bin gleich dran. Oh, okay, perfekt. Dann muss ich mal lieber das mit dem Teleportieren oder Heilung. Ja, und meine Kreatur vielleicht noch, aber das kann ich zur Not noch machen. Ist die vor mir dran? Nein. Nee, nach dir. Weit nach mir, oh Gott, nach allem, wenn die überhaupt überlebt, weil... Die ist so schlecht aufgepowert. Ich finde, das mit dem Verwickeln war gut, weil er ist immer noch eingenetzt, obwohl er brennt und das Netz weg ist. Aber, Ich hoffe, Kuschel sieht jetzt gerade sehr verflucht aus. Mit dem Verwickeln. Ja, oh. Das ist
so ekelhaft aus. Es sieht irgendwie wie ein Maulwurf auch ein bisschen aus, wenn er den Mund aufmacht. Sieht sehr komisch aus. Ja, Maulwurf ist jetzt nicht hässlich. Nee, das nicht, aber er sieht sehr, trotzdem sehr, nicht mehr so süß aus. Maulwurfis sind süß. Nacktmaul, das war's, Entschuldige. Das so sieht aus. Ja, ich hatte schon gedacht, du gehst vielleicht Richtung des Magiers. Und setzt die unter Druck. Sieht sie, glaube ich, nicht. Genau, ich sehe nur ja, den. Ja, ich dachte ja mit taktischem Rückzug, deswegen. Aber da komme ich nicht lang. Ich hätte mich höchstens neben dich teleportieren können. Ja, das bringt nicht mir so leider gut. Alles nichts. Aber Lose, du hast den Tornado, ne? Das ist jetzt halt die Sache. Was wollt ihr haben? Der Tornado kostet mich 2 Punkte. Heilen kostet 1 Punkt. Ermutigen kostet 1 Punkt. Also jetzt teleportieren ist auch 1 Punkt. Ich hätte lieber anstatt ermutigen klarer Geist auf meine Kreatur, damit die nicht vollkommen nutzlos ist und stirbt. Okay. Ich kann machen. Teleportieren ist 2 Punkte. Ich kann klarer Geist machen, Geistesfrieden machen auf deine Kreatur und ich kann dich heilen. Wir haben genug Ziele momentan hier bei uns. Ich würde eher sagen Tornado. Dann kann ich halt mehrere auf einmal treffen. Ja, aber ich würde trotzdem sagen Tornado, weil das Feuer ist das, was uns gerade am meisten schadet hier. Oh, warte mal, Blödsinn. Ich habe Weil es zu viel ist, weil dadurch könnt ihr euch nicht bewegen. Das ist noch 2. Ist das Problem. Deswegen dachte ich Tornado, damit da vor ihr zumindest frei ist in Richtung der Kuppel. Dann kannst du nämlich mit unter die Kuppel und bist auch ein bisschen safer. Ich meine, du bist jetzt noch safer, weil du natürlich nicht drin bist, aber deine Ziele sind halt dadurch mehr als limited. Ja, dann mache ich einen Tornado. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das die beste Wahl. Überlegt's euch. Vielleicht, wie viel kostet dich Regen? Vielleicht wird Regen auch reichen. Nee, sorry, ich habe mich verschaut. Das war kein Regen, den ich habe. Du hast keinen Regen? Nicht mehr. Oh, interesting. Okay, well, dann ist vorbei. Segnen wäre halt auch cool, ne? Geheiligtes Feuer. Dann ist uns egal, weil dann werden wir geheilt von dem ganzen Quatsch. Bin ich nicht drin. Ich finde Öldurchtränkung ziemlich scheiße. Ich mag die nicht. Dadurch kann ich aber Wuffi anzünden. Das ist ganz gut, weil die scheren sich ja den Damage. Dadurch kriegen sie richtig schön. Also ich werde uns heilen. Oh, Wuffi-Schaden ist geschert, aber nicht in die andere Richtung. Ich dachte, es wären beide Richtungen. Das heißt, wenn Wuffi Schaden nimmt... ich habe es falsch interpretiert. Seelenpartner ist nicht wie die Kette. Seelenpartner ist 100% Heilung und Rüstungsregeneration geht an seinen Wuffi mit, wie das aussieht und umgekehrt. Wie wäre es, wenn ich Grommel mit der Seelen... Nicht umgekehrt. Warte, kann er ja nicht angreifen. Mein Vieh braucht noch den Geistesfrieden, wenn das ginge. Ansonsten muss ich dafür einen Punkt aufwenden. Ist halt so, aber... Dann lass Oder du beschleunigst mich, weil ich verlangsamt bin. Dann hätte ich das auch machen können, aber ist okay. Passt. Hauptsache, das Vieh kann was tun, weil momentan ist halt dann, wäre es total sinnlos durch die Panik. Ich sehe sie leider nicht, ich kann sie doch nicht teleportieren. Sorry. Alles gut. Ja, Teleport, glaube ich, ist auch nicht, was wir gerade brauchen. Aber ich habe das Feuer unter unseren Füßen entfernt. Ja. Und ich könnte noch weit mehr Feuer machen. Ist das nicht schön? Wozu soll ich denn einen Tornado machen? Naja, weil es sich nicht hier machen will, ist das Ding. Aber weil wenn das Feuer weg gewesen wäre, dann hätte ich damit nicht so viel Probleme verursacht. Das ist eh nicht so gut gerade. Sie zu verlangsamen bringt nicht viel, denn Verlangsamung nimmt ihr keine Punkte, ne? Was das Gute ist für mich gerade. Ja, ist nur Bewegungstempo und Ausweichen, okay. Ich muss auf jeden Fall mein Vieh buffen. Theoretisch könnte ich echt meine Elementar-Totems weghauen, weil die nutze ich eh nicht mehr. So, voll durchtränkt. Warum ist der dran? Das finde ich nicht so cool. That's fine. Er hat mir lieber Schaden gemacht. Ich dachte, hey, jetzt kann Grommel sich aufpushen, aber sich wieder hochheilen, aber na, immer noch 5000 Lebenspunkte. Grommel ist stärker als die meisten Bosse, die wir bekämpft haben. Ich möchte, und zwar auch die letzten Bosse, die wir bekämpft haben. Ich möchte, dass wir uns das immer auf der Zunge zergehen lassen, alle miteinander. Wie abartig dieser Krieger mittlerweile geworden ist.
Das ist okay. Sein Vieh war eh nett irgendwie. Das ist nicht so okay, du Stück. Also kommt freiwillig. Ich muss mich bewegen. Ja, eben, deswegen. Ich glaube, das war... Ja, gut, dass ich nicht verlangsamt habe. Dann wäre es jetzt nur die Hälfte des Weges geschafft. So hast du mehr Ziele. Danke. Bitte. Du bist mir ein bisschen zu weit hinten in der Reihenfolge. Finde ich nicht gut. soll ich günstige Winde machen? Dann könnt ihr euch ein bisschen weiter bewegen. Sie war in dieser Runde als Erste dran. Du bist mir ein bisschen zu weit hinten in der Reihenfolge. Nein. Ja? Du warst zuerst dran. Na. Ja, du warst zuerst dran. Guck doch da oben in der Leiste. Ja, jetzt, im nächsten Zug. Das war aber eben im letzten auch Zug? So. Nein, im letzten Zug warst du doch zuerst dran. Nein. Okay, vielleicht ich war gerade dran und davor warst Ach so, du dran. Okay. Ja, ist ja okay. Ja, und wenn man das nicht glaubt, obwohl es die Wahrheit ist. Ja, das ist sehr schlimm. Du hast die meiste Initiative. Es macht keinen Sinn, dass du so spät dran bist. Du hast von. Selbst mit dem Buff hier von. Wie viel ist das? 10 Verstand. Habe ich wahrscheinlich immer noch weniger. Können wir vorstellen. Aber vielleicht gerade ein bisschen mehr, aber. Okay, das ist nice. Interessanterweise merkt man bei Grommel gar nicht, dass er Rüstung bekommen hat. Ja, das gibt auch nicht ganz so viel, leider. Lindernde Kälte ist nur magische Rüstung. Ich dachte, er würde auch heilen. Nee, ist nur magische Rüstung. Ja, ich muss unbedingt mit meinem Zwerg da rein. Okay, das ist geil. Das stimmt. Ich bin ja gar nicht in der Kuppel drin. Toll. Mein Kleid ist in der Kuppel drin. Hello. Together. I'm gonna murder you. Oh yeah, baby. Burn. Ich bin auch nicht in der Kuppel drin. Damn it. Sonst hätte ich tauschen können. Aber na. Ich bin im Nebel, das heißt, mich sollte keiner angreifen können und haut Grommel. Ist das oh nicht? Nein. Okay. Pennervieh. Wieso machst du denn eine Kreatur unsichtbar? Weil ich nicht will, dass sie getroffen wird. Sie soll kein Ziel für die anderen sein. Aber dann bist du ein Ziel. Das ist mir egal, das passt schon. So viel halte ich schon noch aus. Aber dann... Okay. Na, das macht alles Sinn. Hinterfrag's einfach nicht. Eben, okay. Es macht alles voll Sinn, so. Okay. Das ist mir wichtiger. Wahrscheinlich die Magierin. Und die kriege ich wahrscheinlich auch umgekloppt damit? Nein, gerade nicht. Scheiße. Hat sie noch magische Rüstung? Nein, perfekt. Das heißt, ich kann sie jetzt verstummen lassen. Wenn die Olle nichts mehr machen kann und Berserker hat auch keine magische Rüstung, awesome. Halt die Füße still, Chef. Yes, 3 Leute verstummt. Awesome. Awesome, awesome, awesome. Das nur verkrüppeln. Ich hätte gern Wirbelwind. Yes, kriege ich sie nämlich auch mit. Gut. Kann ich da noch irgendwas machen? Ich würde mich gern bewegen vorher. Dann kriege ich Hundi auch noch. Ich habe leider kein Free Movement, aber es sollte gerade noch reichen, auch wenn ich dann keine Kette mehr machen kann. So, go and dead. Oh ja, eat it, baby. Grommel hat sich so hochgehalten. Er hat gerade die Hälfte seiner Lebenspunkte wieder zurückbekommen, die er nicht verloren hatte vorher. Ey! Oh oh. Jetzt bin ich verstummt. Das war nicht sehr gut. Nur für eine Runde, aber das ist ziemlich schied. Aber dafür habe ich mein Vieh immerhin. Das ist gut. Na, Hundi ist doch tot, oder Unfug? Und der Jäger auch. Die kriegst du beide. Denk dran, die Verbindung, die haben, ist nur, wenn der Jäger geheilt wird, wird der Hund mitgeheilt. Sonst nix. Das heißt, du musst keinen vorher killen oder so, um deinen Schaden zu maximieren oder sowas. Wenn du den Jäger killst, ist Ruhe. Hm. Und dann kriegst du eine 2 extra SP. Ja, AP. Naja, das schon. Das ist nicht wie die Kette, die den Schaden aufteilt oder sowas. Das heißt, du wirst nicht irgendwie damit ein Problem haben, sondern das ist Heilung. Ich wollte dich nur darauf hinweisen nochmal. My goodness. Herz aus Stahl. Oh. Hat jetzt Rüstung bekommen? Interesting. Regeneriert in jeder Runde 200 physische Rüstung. Süß. Warum auch immer er das bekommen hat. Das muss irgendeine Fähigkeit von ihm sein, wenn sein Chef tot ist.
Sollte aber kein Problem sein, so viel Rüstung hat er nicht. Ja, er schießt einfach durch die Rüstung durch. Das ja, ist auch eine lächerlich. Idee. arme Todesschwinge. Ja. Und jetzt hat er seine Flügelchen verloren. Oh, und wie er da liegt. Sorry. Armes Wuffi. So ein armes Wuffi. Ah, danke schön. Ich finde es so lustig, dass der Berserker und der Bär, die eigentlich super stark sind, es einfach nur da rumstehen können und zugucken. Das ist so geil. Loving it. Und ich bin stumm. Das heißt, ich kann literally nichts tun. Naja, ich finde, das ist die Runde, in der ich mich halt ein bisschen bewege, ne? Ist cool. Oder Punktespann. Punktespann ist auch gut. Ich kann nicht mal das Netz machen, weil das auch ein Zauber ist. Well... Ich meine, du kannst mit deinen Zauberstäben hauen. Nee, ich heil mich lieber. Und dann war's das. Die restlichen zwei Punkte spare ich, dann habe ich nächste Runde volle Punktzahl. God damn it! Siehst du hättest das machen können, was sie da gemacht hat. Ja, aber sie hätte keinen Damage gemacht. Und die Zauberstäbe sind super schwach. So, jetzt bin ich da auch nicht drin. Also. Und durch die Heilung habe ich das überlebt, was sie gemacht hat. Ohne das hätte ich nicht überlebt. Weil sie hat mir über 600 Schaden gemacht und die 600 brauchte ich. Nächste Runde gehen die beiden Berserker steil, ne? Dann gibt's aufs Maul. Mit dir ein bisschen mehr laufen könnt. Oh, ich hab so Kopfschmerzen. Scheiße. Oh je. Das blöde Wetter wieder. Alles vorbei. Das Wetter? Na, glaube ich nicht. Nie wieder Wetter. Nie wieder Wetter, genau. Nein, ich meinte Sommer. Oh, wäre das schön. Dickige Luft. Mach ich 3 Kreuz im Kalender, wenn der Mist wieder vorbei ist. Winterexplosion, niedlich. Oh, danke. Und Unterkühlung heißt, dass sie sich nicht so schnell bewegen können. Ne? Wenn wir denen noch irgendwas verpassen, dann haben sie halt die Füße stille. Niedlich, sagt er. Nee, war ja auch niedlich. Ich meine, ich fand's gut. Oh, ich bin dran. Cool. Sie haben leider noch physische Rüstung. Aber die Olle nicht. So, du hältst die Füße still. Damit würde ich sie töten. Macht es mehr Sinn, sie zu töten oder auf die anderen einzudreschen? Sie liegt gerade am Boden, also ich würde eher auf die anderen. Kannst du in der nächsten Runde. Ah, ich wusste, ich treffe den scheiß Bären, dammit. Platztausch könnte ich machen, aber ich bin mir nicht sicher, dass Dings hier rumhängen muss, also lass uns lieber. Wait, what? Scheiße. Mhm. Mit voller Lebensenergie? Willst du mich verarschen? Gotta be shitting. Aber keine Rüstung. Ja, das ist eigentlich gut, aber what the hell? So, verzieh dich mal, Chef. Sehr schön. Yes. Nix damit Wiederbelebung. Ich glaube, es hackt. Und dann muss Krommel sich mal aufmachen hier. Aber es ist immer noch physische Rüstung. Scheiße. Der blöde Bug hat keine. Fein. Brennt mal ein bisschen. Ja. Attack me, baby. Come on. Herr Loras. Oh, that hurts. Tot. Oh ja. Warum kriegt er so viel Damage? Weil er die ganze Zeit da durchs Feuer läuft. Können wir ihn irgendwie heilen? Aber wir können auch nichts machen, weil er... Er ist vorhin buggt, wie das aussieht. Oder er rennt immer rund. Oh, ist das eine Scheiße. Wir müssen ihn irgendwie heilen. Ja, guck mal, der spawnt da unten wieder bei uns und dann rennt er wieder aus dem Bild. Da können wir nichts machen. Was soll man bitte da tun? Das ist ja voll asozial.
Ich glaube, der Tornado muss jetzt sein, Schatz, weil, sonst haben wir es für Laura wirklich gleich verloren. Mhm. Können wir den nicht wiederbeleben? Mhm. Aber jetzt hat er sich scheinbar gerade beruhigt. Wo ist er denn? Oh Mann, ey. So ein Idiot. Ja, absolut. Ich glaube, es gibt eh eine Mod, dass man... Ich werde ihn heilen. ...so unsterblich wird oder so, macht das. Ansonsten mache ich das. Aber auch meine Heilung ist halt nicht gut. Es sind 250 Lebenskraft, weil er niemand in der Nähe hat. Also. Hm. Dann lass mich ihn heilen. Mach was anderes. Ich hoffe, dass das geht. Du kannst mir Beschleunigung geben, wenn du welche hast. Brauche ich auch selber, aber... Jetzt mal gucken, was ich hier machen kann. Die Olle muss jetzt draufgehen, definitiv. Sibyl, das wird dir nicht gefallen, aber so ist sie wahrscheinlich des Todes. Ja, sie wird des Todes sein. Es war nicht so viel Damage, also hoffentlich ist es okay. Und da treffe ich nicht ordentlich. Shitty. Könnte hinfliegen, aber so habe ich die Kuppel wenigstens noch für mich. Was ganz gut ist. Nehmen wir das und dann... I'm ready. Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, ich hoffe, ich werde auch nochmal beschleunigt. Ach so, Huhn ist ja noch da. Scheiße, der weiß auch nicht mehr lang, Huhn. Damit. Ich gar nicht mehr dran gedacht an den Typen. Wegen dem Sir Laura Debakel. Noch lebt ich mein, er. Gegen das Huhn könnte ich theoretisch was tun. Okay. Das reimt sich sogar. Das wäre sehr gut, wenn du das könntest. Ich habe ja die anderen drei hier. Mhm. Hoffentlich auch unter Kontrolle. Und sollte der nur nicht sterben vorher. Okay, warte. Der Tornado, es ist so, ich bin jetzt ein bisschen unsicher, wie der funktioniert, um ehrlich zu sein. Wenn in ich einer den direkt Linie. Vor mir... So weit heißt, in einer Linie, bis er den Ort erreicht, den du gecastet hast. Wirklich? Also er startet bei mir und endet dort, wo ich ihn... Ja. Okay. So war es eben zumindest. Okay, super. Und jetzt solltest du die restlichen Punkte dafür nutzen, so weit wie möglich in die Kuppel zu gehen, I guess, ja. Ich habe ja eine Bewegungsfreiheit. Stimmt, das ist ja super geil eigentlich. Wo ist denn das Huhn? Er ist hier. Aber wie gesagt, da kann ich auch gegen tun. Der ist auch erst nach mir dran. Okay. Deswegen ich sehe die Lebenspunkte nicht, weil die Buffs von deinem Champion im Weg sind. Von dem Berserker-Typen da. Die Lebenspunkte, 1600. Okay. Du weißt, dass du die Kamera bewegen kannst mit WASD? Ja. Du kannst auch über ihn... Aber ich, geh mit der Maus drüber. Ja, ich schaue trotzdem ganz gerne einfach nur mit einem Blick auf oben und ich fand's gerade nur einfach lustig. Ja. Einfach mit der Maus drüber haben, dann siehst du es auch. Ja. Überforderung. Wieso sind die alle nicht tot? Ich arbeite dran. Ich habe zwei von denen direkt ausgeschaltet und Unfug mördert hier ohne Ende, also. Give us a break. Nein. Seid schneller. Außerdem bin ich die ganze Zeit ein bisschen unterm Stress, weil ich halb tot bin. Und dazu nicht beschleunigt, was auch nicht gut ist. I need the points. Und deswegen hat es so lange gedauert, meine Kreatur hoch zu pushen, was echt nervig ist. Es wäre echt schöner, wenn das ein bisschen besser ging mittlerweile, dass man irgendeinen Feed oder sowas bekommt, der dem beim Spawnen schon zwei der Buffs gibt oder sowas. Aber das dauert viel zu lange, es kostet viel zu viele Punkte, die Kreatur zu pushen. Interesting. Hello there. Hat weh. Das tut noch mehr weh jetzt gerade. Oh, damn. Ich kann dich nicht aufheben. Ist okay, ich auch nicht, bin halt leider niedergeschlagen. Lasst mich nur liegen. Das war nice. Kuschel ist nicht mehr.
Ich frage mich nur, ob ich ihn direkt killen soll oder ob ich lieber ein bisschen Damage auf die Berserker-Troller gehen soll. Du kriegst plus 2 AP. Mach, töte ihn. Ja, aber nicht meine Kreatur. Ach, hat sie doch vorhin auch. Nein, ja. Sie hat ihn nicht bekommen. Hä? Sie hat es getriggert, aber sie hat die AP nicht bekommen. Ja, aber dann hast du die dann doch, oder nicht? Ja, guck, jetzt kriege ich die nicht mal mehr. Also. Oh. Ja, gut, du hast wahrscheinlich. Oh oh. Ja, das ist okay. Gerade gequatscht. Das war die Berserkerin, glaube ich. Weil ich habe ihren Freund gekillt. Also. I'm sorry. It's still necessary. Ich glaube, ich gehe auf die Glutfeder. Mit Grommel, weil das ist relativ einfach zu killen durch ihn. Mach ruhig. Frage ist, wie komme ich hin? Oh, es reicht gerade so nicht. Du willst mich doch verarschen, Game. I have nothing. Sorry, ich bin so weit weg, sonst könntest du die günstigen Winde nutzen von mir. Ja, die wären gut gewesen. Aber er kann super weit laufen, das ist ein AP, by the way. Also das jetzt ist schon günstige Winde. Deswegen konnte er wahrscheinlich so weit laufen. Gut, dass das Game das mit einbezieht, finde ich nice. So, du hältst jetzt erstmal die Füße still, mein Freund. Danke. Fehlgeschlagen, fehlgeschlagen, niedergeschlagen, was? Weil der wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes gemacht hat damit. Nee, keine Ahnung. Physischer Schaden. Kannst du dich durch deine Waffe vielleicht auch noch niederschlagen und das... Das könnte sein, dass er dann noch ein paar Fähigkeiten hat, aber das sollte eigentlich dabei nicht triggern. Na, ja, leg niederschlagen für 2 Runden, fährst 15% Chance. I don't know. Kein Korps bei uns nennen. Ja, doch, direkt neben mir. Okay, nehmen wir das. Finde ich schön. Der Part hat angefangen mit einer liegenden Lose und er wird enden mit einer liegenden Lose. Oh. Kind of. Ich hoffe, das tut dir nicht zu sehr weh. Sie hat keine Rüstung. Ja, wen auch immer du jetzt meinst. Ja, dich. Ja, ich habe auch keine, also ich habe magische Rüstung. Sie hat keine Rüstung. Sag, lass sie in Ruhe. Damn. Jetzt erreicht sie andere Troller nicht. Scheiße. Ich hab's gewusst, hätte ich mich doch zwischen die beiden gestellt. Lose wäre nicht getroffen worden. Okay, whatever. You can do it. Aww. Well. Ja, aber so ist er immer noch nicht tot. Ich hätte den Tod lieber gehabt. Haben wir noch Zeit schon. Aber kannst du die Berserkerin killen? Das wäre dann wichtig. Die hat Rüstung. Kann ich nicht killen. Naja, ich weiß, aber du ignorierst auch sehr viel Rüstung mit sehr vielen harten Crits. Ja, aber ich mache keine 1300. Ich habe eine Fähigkeit und die macht so, wenn ich critte, 900. Das schaffe ich nicht. Das wäre gut. Aber dann, ist Lose wahrscheinlich hinüber. Lose müde, Lose schläft. Außer du kannst sie irgendwie beeinflussen, wenn du noch irgendeinen Pfeil hast. Niederschlagen geht nicht, aber andere Zustände, zum Beispiel panisch vielleicht. Ja. Panisch wäre gut. Jetzt bin ich eine steinerne liegende Lose. Das hilft vielleicht. Aber du hast doch so viele Special-Pfeile, davon vielleicht einer. Ja, ich bin doch schon dabei. Warum hat das nicht? Könnte sein, dass du nur einen gleichzeitig zaubern kannst. Ist mir dein Status wütend? Ah, ja, sie war auf Raserei wahrscheinlich. Und das, das wirkt dagegen. Okay. Ja, jetzt passt. Okay, gut, dann sind wir. Jetzt ist sie aber im Schutzkreis quasi. Ja, guck mal. Oh. Das ist natürlich ziemlich shit. Okay. Er hat Glutfeder gekillt. Cool. So ein Gentleman. Aber oh, Glutfeder ist explodiert mit Feuer. Das ist ja auch cool. Mit Nekrofeuer. Oh, schön. Awesome. Gut, dass die da hinten ist, die Wolke. Wir wollen im Schutzkreis raus teleportieren. Ja. Ins Nekrofeuer oder so, falls es geht? Wollte ich. Perfection. Aua. Sehr schön. Ja, hat ja niemand gesagt, dass nur weil sie uns gut findet, wir sie gut finden. Nö. Das stimmt wohl. Was macht Öldurchtränkung genau? Geomant gibt's hoch. Erdresistenz geht hoch.
Ja, ich glaube, Feuerresistenz ist immer das Beste für mein Vieh, wenn ich es haben kann. Öl war nicht geil. Nicht da noch drin, ja. Ja, man sieht das so schwer, leider. Mhm. Selbst mit dem so hoch gelobten Tactical-Modus finde ich es nicht so wirklich schön sichtbar. Bitteschön. Du kannst noch springen, wenn du verstärkt bist, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Alle Bewegung ist dann nicht mehr möglich. Dann hau ich auf den Amboss. Was tut sie? Danke fürs Ermutigen, während wir dich dann töten. Genau, ja, schlag ihn ein bisschen. Oh, jetzt kann er nichts mehr machen mit Waffen, das ist ja geil. Das ist schee. Das ist schee. Do I care? I think I don't. Rommel? Du weißt, wie es gemeint ist. Genauso. Oh mein Gott, du hast ihm seine magische Rüstung geklaut. Er hat keine magische Rüstung mehr. Nein. Er hat auch nur 520. Ich dachte, er hatte mal mehr. Ich dachte auch. Weil ich habe 700 bei beiden. Mit besserer Ausrüstung verliert er es halt. Wow. Was denn? Einfach mal Sibyl geopfert. Quasi. Ich dachte, sie wäre nicht drin gewesen. Ich habe extra nachgeguckt, dass sie nicht drin ist. Du hast sie erwischt. Oh, es tut mir leid. Autsch. Wer ist da jetzt explodiert gerade? I don't know. Ich hoffe nicht Sir Laura. Nein, der lebt noch irgendwo. Sicher? Ja, hinter dir. Ja. Ich habe keine Ahnung, was da explodiert ist. Es hätte nichts explodieren dürfen. Haben wir irgendwelche Geister, die wir essen können? Rommel braucht Futter. Scheiße. Das haben wir nicht. Da ist ein Menschenskelett da hinten. Cool. Was ist das? I found something. Oh mein Gott, ich habe was gefunden. Ich krieg ja zu viel. Was denn? Einen Mound. Ellie, ich habe was für dich. Gib's dir mal. Ich habe ein Glas gefunden, Schatz, für dich. Und ein bisschen Gold. Nice, danke schön. Und sonst nur Nonsens hier. Nee, dann ah! Was denn? Wenn der jetzt Werte hätte, das wäre toll. Ja, das wäre echt toll. Ich finde es so, so gemein, dass wir ein Bärchen gekillt haben, das Kuschel heißt. Ja. Das ärgert mich doch sehr. Das macht mich sehr, sehr traurig. Verstehe ich. Und darum werde ich jetzt über diesem Todesnebelabgrund mein Leben überdenken. Oh. Während wir enden und beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir eine Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Divinity Original Sin 2. Mit uns dreien. Bis dann, Leute. Tschüss. Und blub. Bye. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub.